Der Innenverteidiger. Auf der anderen Seite Marvin Wanicek. Einer der Kerntruppe beim KSC, der geblieben ist. Und das ist ein Traumtor. Und dann ist Thiele da, bekommt jetzt den Ball. Mit der punktgenauen Flanke auf Anton Fink. Da muss Lia diesmal auf der linken Seite zu finden. Wird nicht angegriffen. Muss Lia, und der hat ein feines Füßchen. 1:0 in der 76. Minute. Der quasi direkte Gegenangriff mit Muslia. Erstmal die Kopfballabwehr des FCC. Thiele mit dem vollen Risiko. Und dann ist Stiefler da. Der Ausgleich. 40. Minute. Jetzt mal eine Ecke für den KSC. Wanicek von der rechten Seite. Auch nicht gut getreten, schon geklärt. Aber dann Justin Möbius setzt nach und zieht sofort ab. Und der passt genau links oben im Knick. Dieser Freistoß von Wanicek. Achtung, Sané und Anton Fink. Der Kracher ins Glück für die Karlsruher. Von seiner Mannschaft, und die sah er auch auf dem Platz. 27 Minuten vorbei und dann die Führung für den KSC durch Daniel Gordon. Der Ball kommt etwas unfreiwillig zu Fink, aber der schaltet blitzschnell bedient. Marvin Poirier, und der macht das klasse, das 2:0. Aber hier dann vorbei an Rehfels, und in der Mitte lauert sein Sturmpartner Anton Fink. Die 33. Minute. Die hatten viele Chancen zu Beginn der zweiten Halbzeit, machten sie aber wieder nicht. Stattdessen die Karlsruher mit Lorenz und bam, rein damit. Aber dem Büyük Sakarya, dem verging das Lachen relativ schnell nach dieser Szene. Denn hier ist Fink und hier ist Poirier. 3:1 für den KSC. Nach 25 Minuten kam der KSC auf einmal in die Gänge. Schöner Ball von Stiefler auf Marvin Poirier. Und was hat der auf einmal da? Platz, um den Ball einzuschieben. Die Karlsruher eben mit diesem Selbstverständnis dann auf einmal unterwegs. Da ist Anton Fink, 10 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte. Joylik, nochmal quer, wieder Fink, 2:0. Ein äußerst fragwürdiger Elfmeter. Anton Fink, 1:3. Ansonsten erst 8 Gegentore kassiert, jetzt sind sie schon bei 13. Poirier! 41. Minute, kurz vor der Pause. Der KSC schaltet mal schnell um. Stiefler hier Handlung schnell, und dann Poirier. 1:0 für den Karlsruher SC. 82. Minute. Weiter der KSC im Vorwärtsdrang. Bethke, was macht er denn da? Was macht er denn da? Fink, kein Abseits, rüber zu Poirier. Von den Mettnern, die sich ja gerade im eigenen Stadion durch Leidenschaft und Zweikampfhärte auszeichnen, kommt nichts. Dafür kommt Wanicek. Aufgepasst, jetzt kommt Kunst. Anton Fink, ein Blick, ein Zuckerpass auf Lorenz, Kasse 3. Er musste die beiden ersetzen, aber der KSC mit einem prima Start. 4. Spielminute. Die Löwen klären den Ball nicht richtig, und dann gibt's die Chance für Marvin Poirier. 1860 München oft auf Augenhöhe in dieser dritten Liga, und das als Aufsteiger. Aber in diesem Spiel taten sie sich genau bei den Standards immer wieder schwer. 6 Minuten später, gute halbe Stunde rum. Die Karlsruher mal über die Flügel. Das machen sie ja gerne, wenn der Gegner tief steht. Dann dieses Missverständnis in der Groß-Asbacher Abwehr. Und Manuel Stiefler ist der Nutznießer. Gute Stunde rum, langer Ball von Karlsruhe. Eigentlich ein seltenes Stilmittel bei den Badenern. Aber sie spielen das super aus. Und Poirier erhöht auf 2:0. Anton Fink war es egal. 31. Minute, 1:0 für die Badener. Elfmeter. Karlsruhe Nummer 2, diesmal Marc Lorenz, und wieder ist er drin. 2:0 über Wanicek, über Poirier, und da ist Burak Jamolo, und der ist eiskalt. 43. Minute, 3:0 für den KSC. Der KSC im Vorwärtsgang mit Marvin Wanicek, und da ist wieder Burak Jamolo, und jetzt einfach genießen. Wow, was für ein Tor, 56. Minute, das 4:0. Die Partie natürlich entschieden. 11 Minuten vor Schluss dann noch diese Szene. Marvin Poirier, ja stimmt, da war doch was. Der hatte doch noch gar nicht getroffen. Behinderung einer klaren Torchance. Nachdenken können. Anton Fink gegen Kai Eisele. Und wer sonst als Anton Fink? Wenn der KSC kommt, dann mit Nadelstichen. Jamolo, Fink gegen Landgraf. Und Anton Fink, schon wieder dieser Anton Fink. Der KSC kommt mit Kontern. Ein böses Foul. Und Poirier, der tanzt die Hallenser Abwehr aus, macht sich auf den Weg, und et voilà, da ist das Tor. Ein Standard, Marvin Wanicek. Und was für ein Standard. Ausgleich 1:1.
rein in den zweiten Durchgang. Standardsituation, eine Ecke, 55. Minute. Rosbach mit dem 1:1. Ein Einwurf für den KSC. Da ist Wanicek. Ja, und er zieht einfach mal ab. Tor! Wieder ein Einwurf. Wieder zu luftig verteidigt von den Kölnern. Die Flanke von Lorenz und Anton Fink. Wie frei ist der denn? Und dann macht er sein 10. Saisontor. Wieder im frühen Rückstand. Es dauert bis in die 45. Minute, bis Daniel Gordon mit diesem Kopfball um die Ecke kommt. Eine Sache für Anton Fink. Gegen Jena hatte Lorenz verschossen. Fink macht es besser. Der Ausgleich, 65. Spielminute. Eine Halbzeit und die ging richtig gut los für den KSC. 48. Minute, Marvin Poirier, 1:0. Den Heimsieg. Ecke Wanicek und da kommt Daniel Gordon und er köpft ihn rein in der 85. Minute. Gutes Umschaltspiel der Karlsruher. Stiefler zieht den Ball scharf rein und Lorenz ist da. Marc Lorenz. Elfmeter. Fink tritt an. 199 Scorerpunkte und jetzt sind 200 für ihn in der dritten Liga. Und schauen Sie, wie schnell Lorenz reagiert. Sieht seine Chance, wirft butterweich in den Lauf von Poirier und der macht's wunderbar für die Karlsruhe in der 63. Fünfte Spielminute, Kobalt für Fink und der akrobatisch in den Lauf von Marvin Poirier. Der erste Abschluss direkt drin. Schlussphase. Mal Entlastung vom KSC. Der eingewechselte Chamolo weitlich an den Pfosten und wieder Poirier. Von Ioannis Gilios. 22. Minute. Eckball. Wanicek und dann kommt der Kapitän höchstpersönlich frei zum Kopfball. Seit über 613 Minuten vor dem Spiel ohne Treffer. Im zweiten Durchgang dann dieser Bock hier nach 51 Minuten vom jungen Nico Mantel. Die Karlsruher am Stürmen. Wir sind in der 69. Minute. So viel Platz, so viel Zeit. In dieser Partie, Haching hatte keinen Zugriff mehr. Die Tore, die waren dann einfach nur noch Trainingsspielübungen. Schlussphase zu 10 bestreiten, symptomatisch für die aktuelle Krise. Karlsruhe legte dann noch einen drauf. Und der KSC geschockt, aber mit einem Marvin Poirier. 25. Spielminute. Überragend gemacht. Keine Chance für Domaschke. Der Ball wird nochmal lang reingezogen. Kopfball, Kerze und dann lauert hier Toni Fink und da ist er, der neue Mann. Kobalt, 4 Minuten im Spiel. Meppen riskierte jetzt plötzlich alles. Meppen riskierte viel und wurde bestraft. 81. Minute, das ist erneut Poirier. Und wie er den macht, wie abgezockt. Und dann kommt Marvin Wanicek an den Ball. Schöner Diagonalball auf Fink, dann 60. Kann einmal klären, kann zweimal klären. Und dann kommt David Piso. Und aus einem Freistoß für die Löwen resultierte dieser Konter über Burak Çamoğlu. Der hat die Übersicht für Marvin Wanicek. 2:0 für den KSC. Das können die, das Umschaltspiel. Lorenz für Marvin Poirier. Und der auf und davon und rein ins Tor. 1:0. Und irgendwie kriegen die da hinten die Kugel nicht weg. Ping-Pong im Groß-Asbacher Strafraum. Und Poirier, der Nutznießer, irgendwie geht der rein. Poirier gut gegen Kittner. Dann Fink in die Gasse. Und da ist Poirier. Ein wunderbares Tor durch den Mittelstürmer. Auf eigenen Wunsch. Nachspielzeit der ersten Hälfte. Rosbach mit dem 2:0. Der Deutsch-Pole flitzt los. Wanicek hat den Blick für Fink. Tor. Çamoğlu mit dem Blick für Röser. Röser, schnelle Drehung. Rein ins lange Eck. Tor, 57. Minute. Samstagnachmittag gerne an Anton Fink. Unwiderstehlich, sein 15. Saisontor. 2 Minuten vor dem Ende gab es dann nochmal eine Freistoßsituation. Marvin Wanicek, der hat tatsächlich auch am ersten Spieltag gegen Braunschweig einen Freistoß direkt getroffen. Jetzt überwindet er hier Eisele und damit hieß es am Ende 2:3 aus Sicht des KSC.